Wow, das sieht nicht normal aus. Warst du einer von den netten Dinos? So wie der, der mich letzte Nacht nicht plattrampeln wollte? Als die Dinosaurier die Erde beherrschten. So wie jetzt zum Beispiel. Hier drin ist es sicherer als draußen. Hey, alles in Ordnung? Etwas gefunden? Nein, aber ich glaube, es wird wärmer. Sollten wir vielleicht verschwinden? Ich muss nur herausfinden, woher das Signal kommt. Schon bessere Tage gesehen, hm? Das war Chaos. Nein. Auf dem Bild sehen sie so harmlos aus. Wahrscheinlich voll mit Brotdosen und T-Rex-Actionfiguren. Moment mal. Total im Eimer. Dr. Harding, hören Sie mich? Sind Sie schon im Besucherzentrum? Hier ist ein Funkgerät. Kann ich helfen? Da ist es. Jetzt den richtigen Kanal? Hallo, hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen? Wir haben das Evakuierungsboot verpasst. Seitdem ging's bergab. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit ihren Augen? Farbloses Klärer? Obsoklonus? Ja, richtig. Genau so sieht es aus. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanyl? Was ist denn hier los? Wie haben Sie... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ein Viertelmilliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde Sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine, und zwar schnell, wenn Sie überleben sollen. Na gut, okay, vielleicht im Labor. Nein, stopp! Die Betäubungspfeile für das Gewehr. Das ist eine Endorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisung. Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesem Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Ich brauche einen Ort, an dem ich sie behandeln kann, und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto. Ich hol sie. Okay, hör zu. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Keine Angst. Das mache ich.
bist du? Jesse, raus! Jetzt! Was? Wenn du dich bewegst! Ist dir gut, Liebling? Alles in Ordnung! Versteck dich einfach! Oh nein! Ihr Zustand wird immer schlechter. Ich brauche diese Pfeile! Dad, ich kann die Pfeile holen! Jesse, hau einfach ab! Ich lass dich nicht allein! Sie hatten nicht mehr lange durch, oder? Halten Sie durch. Dr. Sorkin, wir brauchen Ihre Hilfe. Haben Sie ihr die Injektion gegeben? Noch nicht, aber... Ich verliere Ihr Signal. Versuchen Sie mich in ein paar Minuten... Verdammte! Ich muss ihn von Jesse wegbekommen. Auch die Betäubungspfeile. Halten Sie durch. Versteck dich einfach, Jesse. Geh kein Risiko ein. Hey, du! Hier oben! Genau hier! Bleib unten! Jesse! Halte durch! Ich werde... Jesse! Ich bin hier! Ich sitze fest! Keine Angst, Schatz! Es ist nicht weit. Ich fange dich. Okay. Ich kann nicht.
keine Angst, Liebling. Okay, hör zu, Liebling. Ich zähle bis drei, dann lässt du los. Und ich bleib genau hier. Ich werde dich auffangen. In Ordnung? Okay. Okay. Gut. Eins. Was ist los? Setzen Sie das Tourfahrzeug in Bewegung. Ich verstehe nicht. Vertrauen Sie mir bitte. Starten Sie den Wagen. Na gut, Moment. Genug von Dinosauriern. Wenn das so ist, gehen wir nach Hause. Na los, ich muss noch telefonieren. Wie lange war ich weg? Wir haben sie gestern gefunden. Wir hätten sie beinahe über den Haufen gefahren. Maldita sea. Also, wer ist Mariquita? Mariquita? Niemand. Nur ein Wort. Oh, mein Spanisch ist so mies. Ich habe versucht, im Auto mit ihnen zu reden und ich dachte, sie bringen mich wegen meiner Grammatik gleich um. Und, worüber haben wir gesprochen? Hilfe ist unterwegs. Im Kontrollraum herrscht Chaos, aber die Telefone funktionieren. Hey, Sie sehen schon viel besser aus. Hilfe ist unterwegs? Ingen schickt ein Rettungsteam. Bald kommt ein Helikopter und bringt uns zum Festland. Ein richtiger Arzt wird sie untersuchen und kein Tierarzt. Ein Rettungsteam? Ingen, meine Sachen. Ich hatte ein Paket. Oh, das ist hier. Die Bisswunde an ihrem Arm. Wie ist das passiert? Irgendwas im Dschungel. Ganz langsam. Erzählen Sie von vorn. Ich repariere Dinge. Und ich bin... die Beste. Wissen Sie was? Ich habe keine Zeit für sowas. Hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Kein Grund zur Aufregung. Es gibt keine Rettung. Nicht für Sie.